herzlich willkommen bei der MEET 2022. Ich darf Sie gleich zu unserem Vortrag begrüßen und auch Herrn Christoph Lach von der Firma Tüchler, der heute über 3D-Visualisierung von Stoffen und Vorhängen vortragen wird. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Dankeschön. Ja, selten, dass ich Auftrittsapplaus bekomme. Dankeschön. Also ja, mein Name ist Christoph Lach, ich bin Geschäftsführer der Tüchler Bühnen- und Textiltechnik GmbH. Und wer uns kennt, weiß, dass eine unserer wesentlichen Kernkompetenzen Vorhänge sind. Und heute ist eben das Thema 3D-Visualisierung von Stoffen und Vorhängen. Da darf ich unser neuestes Produkt, jedenfalls in seiner Beta-Version, vorstellen. Und ich habe da geschrieben, dass wir hier eine Software vorstellen, die ein Game-Changer in unserer Textilbranche in Summe wird. Nicht nur im Theater, nicht nur in der Veranstaltungswelt, sondern wirklich in der Welt der Vorhänge bis zum Heimbereich. Das, was wir heute vorstellen, ist tatsächlich weltweit genau einmal existent und das in seiner Beta-Version, nämlich hier. Und ich freue mich jetzt, dass Sie gekommen sind und sich für dieses Thema interessieren. Und ich würde sagen, wir fangen an. Der Vortrag von mir wird etwa jetzt 15 bis 20 Minuten dauern. Da werde ich ein bisschen erzählen, wie es zu diesem Produkt gekommen ist. Im Anschluss zeige ich dann ein bisschen was her, was schon funktioniert. Wie gesagt, es ist eine Beta-Version. Wir planen mit in der Woche ab dem 9. Januar 2023, das ist bei Software immer wichtig, dass man es dazu sagt, live zu gehen und dieses Tool mal für unsere Produkte jedenfalls zur Verfügung zu stellen. Ja, womit begann alles? Ich habe es erwähnt, unsere Kernkompetenz sind Vorhänge, ist die Konfektion. Ich selbst bin Textilchemiker, habe also mehr als die Hälfte meines Lebens mit Stoffen verbracht, mit Textilien verbracht, sozusagen ab meinem 16. Lebensjahr. Das ist viel mehr als die Hälfte des Lebens. Vorhänge sind, man glaubt es kaum, ein ziemlich komplexes Thema. Wir können uns sehr schwer vorstellen, wie eine Falte entsteht, wie sie fällt. Es ist abhängig vom Stoff, von der Stoffdicke, von der inneren Reibung, von der Höhe des Stoffes, wie die Falte oben beginnt, wie sie unten verläuft. Also das sich vorzustellen, ist schwer. Es sind Volumensdaten wahnsinnig schwer greifbar. Wir können uns auch schwer errechnen, wenn wir Vorhänge nähen, wie viel Volumen man eigentlich zum Verpacken braucht. Das liegt eben daran, weil so ein Stoff eben auch Elastizitäten hat und Volumina hat, die sich zusammenquetschen können. Das Bewegungsverhalten ist auch so etwas, was man ganz schwer vorhersehen kann, einfach nur von einem Datenblatt praktisch gar nicht und von einem kleinen Muster schwer. Wir haben bei Vorhängen auch noch eine Besonderheit, an die viele gar nicht denken, nämlich die Tatsache, dass eine vorhandene Vorhangschiene oft die Machart der Falten, jedenfalls der Anbindungen, bestimmt und dadurch manches gar nicht möglich ist, am Vorhang auszuführen. Und umgekehrt, wenn man gewisse Vorhänge hat, eben sozusagen das wieder Einfluss auf die Schienenwelt hat. Auch hier haben wir eine Komplexität drinnen. Und in Summe kann ich sagen, von technischen Daten, von einem Datenblatt auf das Verhalten des Vorhanges zu schließen, ist nahezu unmöglich. Also das gelingt selbst mir nach mehr als 30 Jahren, 35 Jahren Textilindustrie sehr, sehr schwer vorherzusagen, wie es wirklich ist. Man kann es sich entweder vorstellen, und das Erste ist natürlich, dass sich selbst vorstellen können, ist das eine, dass jemand anderen erklären, ist noch was ganz was anderes. Und aufgrund dieser vielen Komplexitäten, die in diesem System Vorhang drinnen ist, werden Sie auch schon festgestellt haben, dass Sie kein Planungsprogramm der Welt finden, wurscht, ob das Vectorworks ist oder AutoCAD Inventor oder sonst irgendwas, wo Sie wirklich ernsthaft mit Vorhängen planen können. Ja, es gibt Gittermodelle, die können Sie sich laden und in Vectorworks zum Beispiel hineintun, Sie können Texturen drauf machen, aber das wird etwas sein, das aussieht wie ein Vorhang. Das wird aber niemals der Vorhang sein, den Sie kaufen können und der sich dann so verhält, wie das dann eben in der Realität sein wird. Wir haben neben der Komplexität der Vorhänge auch noch einen ganz wesentlichen Punkt,
nämlich, dass das Fachwissen unsere Gesellschaft verlässt. Es war der Textilfachberater, ist nicht der Traumjob. Also heute irgendwie ein 12- oder 50-Jähriger sagt, der Jähriger sagt nicht, ich will Textilfachberater werden, er will sagen, vielleicht, ich will Robotikprogrammierer sein oder ich weiß nicht, mit Elon Musk auf dem Mars fliegen. Aber vermutlich nicht, ich möchte Textilfachberater werden. Es ist aber trotzdem wichtig, eben aufgrund dieser Komplexität und dieses Zusammenspiels zwischen Stoffen, Aufhängung und Schiene, dass man ein sehr umfassendes Wissen hat, um wirklich korrekt Vorhänge, eine korrekte Beratung machen zu können, die korrekt auch zu berechnen können, auch preismäßig, und eben die dann auch korrekt und so konfektionieren zu können, dass das beim Kunden, bei Ihnen im Haus, auf der Bühne dann auch sauber funktioniert. Wir wissen aus eigener Erfahrung bei uns, dass jemand, der bei uns beginnt und schon halbwegs gut ist, Minimum 2 Jahre braucht, bis er so 80% dessen weiß, was man für eine Kalkulation, eine Beratung für Vorhänge benötigt. Und ein Riesenthema, das uns natürlich beschäftigt, sind die Babyboomer. Da bin ich sozusagen auch altersmäßig mit drinnen, am Ende der Babyboomer. Ich darf noch ein paar Jahre und werde auch noch ein paar Jahre arbeiten. Aber die ersten 2 Generationen sind während der Corona-Jahre in Pension gegangen. Und wir merken, dass alle, die wir in der Arbeitswelt sind, dass man viel schwerer Kollegen findet, Kolleginnen findet, Mitarbeiterinnen findet, weil halt einfach der Arbeitsmarkt ausdünnt. Ich gebe Ihnen 2, 3 Zahlen, weil es einfach wirklich interessant ist. Und ich meine auch so halbwegs beeindruckend, in Österreich gehen in den nächsten 12 Jahren ungefähr 700.000 Leute in Pension. Unsere Sozialwissenschaftler sagen, dass wir in 12 Jahren, 2035, zum Beispiel 50% zu wenig Beamten haben werden. Und das können uns ziemlich 1:1 auf die Privatwirtschaft umlegen. Deutschland ist das, kann man 1:10 rechnen, habe ich gerade heute im EAD gelesen, da fehlen in 12 Jahren werden 7 Millionen Arbeitskräfte fehlen, ganz einfach, weil die gehen in Pension, fehlt und nicht ganz so viel. Allerdings ist es auch beeindruckend, dass selbst dann, wenn alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Österreichs nach Deutschland auswandern würden, 2035 in Deutschland noch immer 1 Million Arbeitskräfte fehlen würde. Also das sind so die Dimensionen, von denen wir sprechen. Und daher ist Automatisation einfach das Gebot der Stunde. Wir müssen schauen, dass wir Tätigkeiten, für die wir heute keine Leute haben, und Dienstleistungen, die wir brauchen und die im Leben sind sozusagen, im Berufsleben, oder halt auch als private Kunden was einkaufen und leben wollen einfach, dass wir hier über Automatisierung arbeiten. Und das ist genau das Thema heute. Und damit komme ich auch zur Vision, die hinter unserer Software steht. Ich selbst habe mir seit 20 Jahren gewünscht, einen Konfigurator zu haben, um genau alles das zu machen. Das war aufgrund der Rechenleistungen und auch der Software, die es halt vor 20, 15 Jahren gegeben hat, 5 Jahren auch noch nicht mal gegeben hat, nicht möglich. Aber die Version war da. Es wäre mal irrsinnig cool, wenn man sehen könnte, wie Vorhänge aussehen. Nämlich bevor man sie näht und bevor man sie auf seine Bühne in der Bühnenbild einbaut. Es wäre auch irre cool, wenn man mal einen Marktplatz hätte als Vision, wo alle Stoffe dieser Welt drauf sind. Wenn Sie heute Stoffe suchen, dann müssen Sie auf 100 verschiedenen Webseiten rumsurfen. Jede Website schaut anders aus, jede liefert andere Daten. Manche haben gute Fotos, manche haben andere Fotos. Also wäre doch cool, so einen richtigen Marktplatz zu haben, wo man wirklich alle Textilproduzenten der Welt drauf vereinigen könnte. Es kommen auch so technische Fragen. Wäre es nicht cool zu wissen, wie groß mein Vorhang ist, wenn ich ihn zusammenschiebe, wie weit ich von der Wand weg sein muss, wie viel Platz ich brauche, dass ich da ins ein Bühnenportal sozusagen das in diesen Parkraum hineinbekomme. Das wäre natürlich auch sehr, sehr, sehr wünschenswert, wenn wir eine Software hätten, die uns sagt, welche Schienen, welche Roller, welche Gleiter, dass da immer alles sauber zusammenpasst. Ich glaube, das sind so Wünsche, die alle irgendwie haben, die mit Stoffen zu tun haben, sei das auf der Bühne, im Bühnenbild oder auch im Heimbereich, eigentlich im Raumerstatterbereich. Und natürlich wären rund um die Uhr Verfügbarkeit von dem Ganzen auch nicht schlecht. Ich würde ganz gerne, wenn ich am Freitagabend sitze und einen Vorhang kalkulieren muss, den Preis gleich haben und nicht erst ein E-Mail schicken müssen und dann kriege ich vielleicht das Angebot Montag oder Dienstag und dann habe ich wieder keine Zeit und dann vergeht eine Woche und man ist nicht fertig. Es gäbe aber noch ein paar andere coole Sachen, nicht?
realitätsechte Bewegung des Vorhanges. Wie bewegt sich der? Ein steiferer Stoff bewegt sich anders als ein leichter Stoff. Vielleicht das Vision Augmented Reality, wäre es nicht cool, ich halte mein Tablet vor mich hin und sehe mein Bühnenbild und meine Konstruktion meines Stoffes da drinnen als Idee. Für alle, die konstruieren müssen und 3D planen, wenn ich mein Modell erstellt habe, wäre es nicht sensationell, wenn ich meine Daten runterladen könnte und in ein x-beliebiges Konstruktionsprogramm, zum Beispiel Vectorworks, übernehmen könnte und wirklich mit dem Vorhang weiter planen kann, wie ich ihn auch bestellen kann und wirklich echt auf die Bühne montieren kann und nicht irgendein Drahtgittermodell, das da einfach überhaupt nicht hinpasst. Und sozusagen mein persönlicher Ehrgeiz, das muss ich sagen, wie wäre es eigentlich, wenn wir Vorhänge für Video-Walls und Videoprojektionen einfach so machen könnten? Meine Video-Wall ist 8 Meter breit, 5 Meter hoch, ich brauche da jetzt für eine Show einen Vorhang, der aufgeht. Setze mich vor die Software hin, gebe das Ding ein, lade mir die Daten als High-Res-Video-File runter und kann mit dem eine coole Show machen und habe wirklich einen digitalen Curtain. Und mein Ehrgeiz ist tatsächlich, dass wir die erste Firma der Welt sein werden, die digitale Vorhänge auch verkaufen wird und nicht nur die aus der echten Welt. Ja, so ein paar Visionen. Und jetzt darf ich so ein bisschen aus unserem digitalen Nähkästchen plaudern. Ein wesentlicher Teil des digitalen Nähkästchens sitzt hier in der dritten Reihe, der Martin Galler von der Firma WebOffice, mit der wir, nämlich Tüchler und seiner Firma WebOffice, eben ein gemeinsames Forschungsprojekt angestoßen haben mit Anfang 2000, ja, also eigentlich 2020 kann man sagen, Ende 2021 begonnen. Und wie gesagt, ein Ergebnis wird man dann schon sehen heute. Wir sind gefördert von der FFG, Forschungsförderungsgesellschaft, sind jetzt im zweiten Forschungsjahr. Das heißt, alles, was wir da machen, ist tatsächlich echte Forschung und gibt es genau einmal auf der Welt, wie ich schon gesagt habe, nämlich hier in diesem Raum oder auf unseren Browsern oder Servern. Wir haben im Augenblick rund 10.000 Arbeitsstunden, davon etwa 8.500 Programmierstunden bereits geleistet. Also man sieht, es ist schon ein umfangreiches Projekt und wir werden ab 2023, das kann ich jetzt schon fix sagen, für die Kunden, die das wollen, einen Digitalisierungsservice für Stoffe anbieten. Das heißt, wenn Sie Textilien haben, die Sie halt nur sieben und sonst niemand, und mit Ihren Textilien konstruieren wollen, und da ist ein Muster drauf und gibt bestimmtes Pattern, irgendwelche Besonderheiten, dann sind wir in der Lage, in unserem eigenen Studio das zu digitalisieren, diese Daten dann hochzuladen, sodass die dann auch in dieser browsergestützten Software funktionieren. Sie können dieses Ding natürlich auch weiteren Kollegen, Kolleginnen, Geschäftspartnern zur Verfügung stellen, dass mit diesen Materialien noch weitergearbeitet werden kann. Wir arbeiten mit einer Technologie, die nennt sich letztlich Physically Based Rendering, das heißt, wir machen Texturen aus diesen Stoffen dann, zum Beispiel den, die sie uns geben würden, und machen daraus dann eben die Dateien, mit die wir dann auf die von uns errechneten, und zwar live errechneten Drahtgittermodelle auflegen, sodass ein extra für Sie konstruierter, mit wenigen Tastenklicks, wir werden es gleich sehen, konstruierter Vorhang mit der Oberfläche belegt wird und schon eine optische Erscheinung hat, die der Realität sehr, sehr nahe kommt. Ich habe da mal auf dem Drahtgittermodell ein Samtmuster von uns draufgelegt. Ich habe da jetzt ein nächstes Ding gemacht und sozusagen reingezoomt. Das ist ein Close-up aus einem digital konstruierten Vorhang. Man sieht, es ist ein Bühnensamt. Und ich denke, das kommt einem normalen Foto, einer Filmaufnahme von einem echten Vorhang schon verdammt nahe. Ich persönlich könnte das nicht mehr von einem normalen Foto unterscheiden. Hier haben wir noch mal ein Beispiel, da ist ein Bühnenmolton einfach über so eine virtuelle Glaskugel drüber gelegt. Ich glaube, man sieht auch hier sehr gut, dass man halt noch die leichten Strukturen des Bühnenmoltons mit der Flauschigkeit drüber erkennen kann. Das ist eben die Technologie, an der wir forschen und die wir entwickeln und die wir eben dann im Jänner auch live zur Verfügung stellen können. So, und jetzt darf ich auf das Projekt DigiCurtain eingehen. So wird die Software nämlich heißen. Die hat auch ihre Website,
nämlich unsere zunächst mal auf Tüchle und dann natürlich für alle auf digicurtain.com. Und ich werde jetzt mal rüberschauen, da die Präsentation kurz beenden. Und ja, wenn wir da mal den Monitor machen. Und die Software schaut so aus. Wie gesagt, wir sind im Browser, das heißt weltweit verfügbar. Sie brauchen keinen wesentlichen Rechner. Ich habe da einen ganz normalen Büro-Laptop, auf dem das funktioniert. Ich mache da einfach mal einen Vorhang. Sie, klarerweise wird man das Material auswählen müssen. Das geht auch aus Kollektionen dann später heraus. Also wenn Sie bei einem ausgesuchten Material sind, können Sie sagen, ich möchte es kalkulieren und dieses Modell dann übernehmen. Das ist jetzt in der Beta-Version noch nicht eingestellt. Ich sage jetzt einfach mal, wir gehen da auf einen Bühnenmolton. Der Klassiker eigentlich, meistverwendete Material. Wählen dann irgendeine, ich sage mal, Bordeaux zum Beispiel, eine rote Farbe aus. Da muss man noch sagen, welche Breite des Stoffes hat. Das ist eben hinterlegt, je nachdem, wenn es das Material in verschiedenen Breiten gibt, hat man halt mehrere Auswahlmöglichkeiten. Ja, dann legt man fest, welche Konfektionsart man haben möchte, mit Falten, glatt, irgendwas, was man in Traversen einspannt oder mit Klettband. Das ist die Basisauswahl, ich sage jetzt einfach mit Falte. Wir legen fest, ob man den Vorhang in der Mitte öffnen wollen oder in eine oder in die andere Richtung schieben wollen oder ob der statisch sein soll und sich also nicht bewegen kann. Ich bleibe jetzt einfach mal bei der Mitte. Wir nehmen eine Breite, also eine Größe, wo man halt sagt, fertige Breite, das ist mal 5 Meter, 3 Meter, das ist so das, was da steht. Wir können auch die Überlappung des Vorhanges anwählen. Wir definieren dann letztlich an der Oberkante, welche Faltentype wir haben. Ich nehme da jetzt eine mal raus. Wir definieren dann, welche Faltenzugaben wir haben wollen. In dem Fall wähle ich eine mit einer Einzelfalte mit 50% für den Zweck jetzt. Wir definieren dann in weiterer Folge, wie wir die Außenverarbeitung haben wollen, mit Säumen, mit Umschlägen etc. Also ich mache da jetzt einfach mal Saum und Umschlag, das ist der Klassiker in einem Vorhang. Ich sage mal die Breite, die ich haben will, Umschlag sage ich, möchte ich jetzt mal nicht haben. Ich möchte dieselbe Einstellung auf der anderen Seite haben. Und dann sagt man halt noch, okay, ich möchte das Ding an der Unterseite auch verarbeitet haben und habe da mit wenigen Klicks jetzt einfach mal meine Basisdaten reingegeben. Und dann kommt sozusagen der Moment, wo man auf Kalkulieren klickt. Und jetzt dauert es ein bisschen. Also es ist nicht so eine Klick, in einer Sekunde hast du es, weil wir rufen jetzt alle diese komplexen Daten ab. Im Hintergrund wird eben das entsprechende Drahtgittermodell ausgehend von der oben ausgewählten Falte gerendert. Und ich habe die Checkbox nicht angeklickt. Entschuldigung, müssen wir nochmal machen. Ich habe da unten eine Checkbox, das sehen Sie wahrscheinlich nicht. Ob man es visualisieren soll oder nicht. Ja, wenn man nur einen Preis will, geht es halt viel, viel schneller, als wenn man sich dieses Modell aufbauen möchte. Wir lassen es also noch einmal rechnen. Und dann wird dieses Drahtgittermodell ausgehend von den Falten und zwar wirklich mit den richtigen, physikalisch richtigen Eigenschaften errechnet. Wir werden in der Beta, also in der Version, wo wir dann online gehen, tatsächlich auch schon die Stoffe mit ihren richtigen physikalischen Eigenschaften drauf haben. Das heißt, dass wir tatsächlich ein Seidenstoff sich in der Falte anders bewegen als ein Material, das schwerer ist, ein schwerer Samt. So, da ist jetzt ein Vorhang entstanden aus Bühnenmoltern. Ich werde jetzt einfach mal reinzoomen und wir sehen hier ein Bühnenmolton. Ne? Ich würde sagen, dass wer Molton kennt, weiß, das ist Molton. Und wir können den jetzt natürlich auch fahren lassen und den bewegen. Wir werden dann auch die Variante, wir haben jetzt einfach da mal so eine kleine Theaterszenerie gemacht, wo es bei Spotlights drauf sind. Es wird auch die Möglichkeit geben, eigene Szenen zu hinterlegen. Wir haben jetzt einfach mal eine ganz einfache, so eine Lounge-Szene da gemacht, wo man mal sieht, wie der Vorhang da vorne im Fenster ausschaut. Man kann den Vorhang dann sozusagen in der Bewegung haben. Auch hier nochmal der Hinweis, es ist in einer Beta-Version, wir haben noch nicht alles komplett fertig. Wir haben sozusagen in den Säumen noch ein bisschen zu wenig Struktur drinnen, das ist in der Realität steifer. Da ist eben gerade das Team am Arbeiten, um das richtig zu machen. Was aber schon funktioniert, beachten Sie mal, wenn ich den Vorhang zusammenfahre, so mal ganz zusammenquetsche, dann fällt er dann auf,
dass wir an der Oberkante viel, viel schmäler sind als an der Unterkante. Das entspricht absolut der Realität. Die Folgen schweifen auf. Und jetzt muss ich mal schauen, dass ich das zum Drehen schaffe. Genau. Wenn wir den Vorhang von der Seite ansehen, so, vielleicht noch ein Stückchen, hier, dann sehen wir auch, dass der sozusagen in der Tiefe ja auch abweicht. Und wenn man ihn schließt, wird er in der Tiefe schwächer. Das heißt, wir haben hier tatsächlich auf einer Physik-Engine, die im Hintergrund läuft, das echte Verhalten des Textils nachgebildet und können so diese Daten auslesen und dann eben angeben, wie tief der Vorhang wird, abhängig von Höhe, von Material und wie weit diese Vorhänge dann sozusagen von Wänden, von Kulissenteilen entsprechend angebunden werden müssen, dass sie nicht streifen. Ja, auch hier werde ich vielleicht noch einmal einen Zoom hineinmachen. Ups, in das Bild. Das ist ein bisschen, mal da mal resetten. Das ist da. So, mal da nochmal einen Zoom reinmachen, genau. Auch hier sehen wir ein Material, das einfach der Realität schon sehr, sehr gut entspricht. Und wir sehen, dass sich sozusagen die Falten hier also in schon einer sehr, sehr natürlichen Art und Weise bewegen. Wenn wir reinzoomen und man sieht hier einfach auch diese Struktur, diese Stoffe schon sehr, sehr gut. Und wie gesagt, das ist nicht ein Video oder sonst irgendwas, sondern das ist tatsächlich eine Live-Berechnung im Browser. Ich würde schon mal kurz auf die Uhr, dass wir da nicht, ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich darf Ihnen noch vielleicht zwei Materialien zeigen, damit man auch den Unterschied in der Struktur sieht. Ich würde einmal auswählen einen Samt und dann auch vielleicht noch einen Tüll als transparentes Material. Nehmen wir mal einen Samt her, damit wir einen guten Vergleich haben. Nehmen wir wieder einen roten, ein Rot. Ich darf jetzt noch einmal hinweisen, genau hinzuschauen sozusagen. Wir haben hier einen sehr matten Stoff, einen stumpfen Stoff und wir werden sehen, dass Samt, die natürlich einen komplett anderen Glanz haben, hier auch der Realität entsprechend anders dargestellt werden. Ich werde auch dieselbe Falte jetzt auswählen, alle anderen Einstellungen lassen wir identisch und wir kalkulieren den. Okay. Ja, genau, der hat einen raus dann. Und wir kalkulieren da nochmal live und warten auf das nächste Ergebnis. Wir können natürlich auch Materialien mit Muster hinterlegen. Ich habe eines mit, ich kann das dann ganz am Schluss vielleicht nochmal zeigen, das ist ein Wolkenmuster. Und es wird in der Zukunft auch möglich sein, eigene Dateien, wenn Sie zum Beispiel daran denken, Stoffe mit Digitaldruck herstellen zu lassen, wir haben eine ganze Reihe an Stoffen, die wir individuell ab ein paar Meter, 3-4 Meter bedrucken können, können Sie die Muster hochladen und dann auch schon sehen, wie das im Faltenwurf entsprechend ausschaut. Also ich denke schon, dass der erste Eindruck hier in dem Theaterlicht ist sehr, sehr unterschiedlich zum Bühnenmolton. Sie haben hier fast einen metallischen Glanz, so wie sich eben Bühnensamt verhält. Sie haben da auch so helle Streifen drinnen, das sind diese typischen Lichter, die Samte werfen. Wenn ich da jetzt mal näher reinzoome, sieht man auch, die Struktur ist komplett anders. Ich denke, das ist Samt, jeder, der Samt kennt, wird den erkennen. Und auch hier wiederum können wir natürlich sozusagen dann das Ding sehen im Verhalten. Wir sehen auch, dass der Schattenwurf entsprechend korrekt dargestellt wird hier im Scheinwerfer. Ups, genau. Und wenn wir in den Raum hineingehen, sehen wir bei einem diffuseren Licht auch, dass sich hier die Lichtverhältnisse, wenn sich die Lichtverhältnisse ändern, eben entsprechend diesen physikalischen Daten, die wir aus dieser Scannerei und aus der Errechnung der Materialien ermitteln, richtig darstellen. Ja? Also auch hier, glaube ich, sieht man sehr schön, dass wir hier tatsächlich einen Samtvorhang haben und nicht wie vorher einen Moltonvorhang. Das Kontrastprogramm zu diesem Ding haben wir auch nochmal ein Tüll zum Beispiel vorbereitet. Ich habe da hier ein Erbstüll in der Auswahl und würde da jetzt einfach mal sagen, gut, ja, nehmen wir einen grauen Erbstüll zum Beispiel her, wähle da die Stoffbreite
Und ich denke, ich muss ihm da wieder die, ja genau, nachdem Düller immer glatt sind, würde ich sagen, wenn wir das mal anders lösen, da werden wir den nicht mit Falten machen, sondern eine faltenlose Konfektion hier auswählen. Die Maße lassen wir einfach wieder identisch. Und an der Oberkante, würde ich sagen, hängen wir das Ding einfach mit einem bestimmten Faltenband auf und gehen in die Kalkulation. Sie werden bei diesen Düllen sehen, dass wir da natürlich auch die richtige Transparenz haben. Das ist sozusagen das Entscheidende. Wir können in dieser jetzigen Beta-Version vielleicht auch die Transparenzen der Stoffe richtig darstellen. Und es wird irgendwann mal so weit sein, dass wir sogar darstellen können, je nachdem wie die Lichtverhältnisse hinter dem Material sind, wie sozusagen das Material sich im Vordergrund verhält, ob es mehr aufleuchtet, Lichtdichte ist oder nicht. Also das ist jetzt so ein Erbstüll. Wir sehen hier die Struktur, und um das jetzt besser darzustellen, können wir von der Transparenz wechsle ich wieder in dieses sehr einfach gehaltene Modell. Wir sehen auch hier, dass der Erbstüll in der richtigen Größe, im richtigen Verhalten, in der richtigen Farbe dargestellt wird, und haben da eben entsprechend in diesen Materialien hier auch die richtigen Transparenzen und Durchsichtigkeiten in diesem Material. So, damit komme ich jetzt zum Ende meiner kleinen Präsentation. Sie können natürlich jederzeit zu uns auf den Messestand kommen, der ist da, wenn man die Halle raufschaut, rechts hinten. Da haben wir auch einen Monitor, da kann man auch noch im Detail das eine oder andere anschauen. Wenn es da technische Fragen dazu geht, herzlich gerne. Wir sind natürlich heute den ganzen Tag und morgen da und freuen uns über alle Anregungen und Wünsche. Und damit werde ich jetzt mal diese Präsentation da kurz abschalten und komme zu den letzten, ja, eigentlich zwei Folien. Hoppala, jetzt geht es natürlich, wenn wir das schnell durchschalten. No. So. Also Sie haben gesehen, wir haben, glaube ich, schon relativ viel geschafft für ein Jahr Entwicklungsarbeit. Ein bisschen mehr als ein Jahr. Es gibt allerdings noch eine sehr, sehr lange Roadmap. Ich habe am Eingangs von unserer Vision gesprochen, was das ist, was eigentlich alles sehr, sehr, sehr gut für uns alle wäre. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, und ich möchte Sie einladen, einen Teil des Weges gerne mit uns zu gehen. Ja, wir würden uns freuen, wenn Sie an dieser Digitalisierung und diesem wirklich weltweit einzigartigen Projekt, das wirklich einmal gibt, teilzunehmen. Wir werden eine Plattform für Beta-Tester einrichten. Also alles, was da in diese Plattform hineinkommt, werden wir natürlich versuchen umzusetzen. Wir können nicht versprechen, dass wir alles umsetzen. Es gibt auch eine hohe Komplexität. Es kann dauern, wie es bei Software so ist. Aber wir würden uns freuen, wenn wir da Input bekommen und wenn Sie dann eben Ihren Nutzen daraus ist, eben einfach als Erste an diesen Entwicklungen teilzunehmen. Es wird immer wieder auch Softwarepakete geben und Goodies geben, die dann für Beta-Tester gratis zur Verfügung stehen, zum Beispiel Download-Dateien und so weiter, die für andere kostenpflichtig sind. Für alle Vorhänge, die online bestellt werden, kriegen Beta-Tester einen Sonderrabatt von 10%, und wir haben noch das eine oder andere Überraschungspräsent, wo wir dann auch noch als kleines Dankeschön, dass wir Ihnen gerne als Dankeschön überreichen. Ja, damit bin ich am Ende meines Vortrages. Freue mich, dass Sie da waren. Und ich glaube, wir haben noch ein paar Minuten. Ich glaube, wenn Fragen sind, dann lade ich Sie herzlich ein, die jetzt zu stellen oder dann eben im Anschluss sehr, sehr gerne bei unserem Messestand. Dankeschön.